Und das Tolle an Christina Paulhofer war halt, wie die auch die Schauspieler feiern konnte, ja. Und dann hatte die immer Champagner dabei und so. Und dann stand die echt so da, so, ey. So stand die da, während ich da mit freiem Oberkörper so über die Bühne gelaufen bin. Ja, und das hat mir irgendwie so viel gegeben, so, also dass ich mich auch selber akzeptiert habe und schön fand und sexy fand. Und der Ostermeier hat mich dann da gesehen und hat plötzlich gedacht, aha, wer ist das denn? Und dann hat er mich besetzt zum ersten Mal. Hamlet, ne? Ja, das erste war eine ganz kleine Rolle in Dantons Tod. Und da hat er mich auch so ganz komisch inszeniert, weil der hat auch so diverse Theorien, wie die Theorie, an der auch was dran ist, dass ein Schauspieler nicht immer nur präsent ist, wenn er so vor den Leuten sitzt, sondern dass es auch interessant bis interessanter sein kann, wenn jemand so da sitzt. Ja, das mache ich mir auch teilweise heute noch zunutze, ja, weil es stimmt schon. Also der hat dann immer so Übungen gemacht, wir beide spielen jetzt und Sie sitzen so und ich sitze so. Und dann überlegen Sie mal, wen die Leute angucken, ja? Nee, und es ist schon schon wieder was gelernt. Jetzt ja, setze ich mich immer so hin. dann hat er mich halt bei Dantons Tod, hat er mich komplett eigentlich über den Rücken inszeniert. So. Das ist ja so ein Stück, wo immer, kommen immer so Leute rein und sagen immer so, hey, wisst ihr, was passiert ist? Die Dantonisten haben die Robin, was weiß ich, die Jakobiner, ja, und dann gehe ich wieder raus. So. Und ich war, meine Auftritte waren immer so. Ja, da ist das Publikum und wieder ab. Ja. Und dann bin ich am Ende auf die Bühne beim Applaus und habe mich so verbeugt. Ja. Das ist aber dann schon wieder eine Idee. Darauf muss man ja erst mal kommen. Ja, ne? Stimmt auch gar nicht. Ja.